Kühlbox-Ausrüstung. Die Maske. Wir wollen dem Zuschauer deine Ausrüstung etwas näher bringen. Was macht die Maske für dich so besonders? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mich mit meiner Lackiererin so auf so ein Design eingeschossen habe, auch so mit Comics und bisschen auch Richtung VW einfach als Hauptsponsor, so ein bisschen traditionell auch mit diesem T1-Bus, bisschen mehr auch Glitzer drin, einfach, ich glaube, so ein bisschen poppiger als sonst, war ich immer sehr realistisch und also erstmal auch so ein bisschen kindlicher, vielleicht ein bisschen verspielter wieder. Ja, ich habe eigentlich ein relativ simples Design. Ich habe natürlich das Logo der Iserlohner drauf mit dem Rooster. Dann natürlich die Buchstaben vom IEC. Eine kleine Anlehnung auch an den Stammverein Iserlohn. Und die ganze Region hat unglaublich viel Tradition im Eishockey. Ja, jahrzehntelang tolle Eishockey-Kultur in und um Iserlohn. Ja, der Lucky Luke, das war irgendwie, ich war früher schon immer oder mich schon immer ein bisschen so für so künstlerische Sachen und zeichne halt auch gerne, ganz gerne mal was selber und so. Und irgendwie fand ich es ganz witzig, mochte die Zeichentrickserie und hatte irgendwie so ein Bedürfnis, dass ich irgendwas drauf haben will, was ich permanent drauf habe auch. Also ich habe es jetzt, außer meiner allerersten Maske, habe ich immer Lucky Luke mit Torwart-Ausrüstung. Einfach, hey, früher fängt schneller als ein Schatten, fand ich einfach für einen Torwart ganz passend. Auf der rechten Seite habe ich den Rocky Balboa. Die Filme haben mich immer beeindruckt, weil er halt auch über harte Arbeit kommt, über seine Einstellung. Und das ist was ich in die Spiele mitnehmen möchte, in meine Trainingseinheiten und deshalb immer so ein bisschen auf meinem Helm verewigt habe. Die Nummer ist unten noch drauf. Mir hat mal einer gesagt, sieht aus wie ein NASCAR-Fahrzeug, aber so ist das, glaube ich. Ja, dann die Federn natürlich von den Hühnern, die dürfen nicht fehlen. Ja, ein paar verspielte Einzelheiten noch und dann haben wir schon. Ansonsten ja, Glück auf für die Heimat. Einfach drauf, ne? Ja, wir haben hinten haben wir einmal das Stadtwappen von Hamburg, meine Heimat. Ich komme aus Hamburg und die darf deshalb natürlich nicht fehlen. Dann haben wir einen Angler hinten drauf. Ich gehe ganz gern fischen und das ist immer so ein bisschen mein Happy Place gewesen, wenn ich gedacht habe, hey, das muss auch irgendwie mit drauf, wenn man im Sommer bei den harten Trainingseinheiten mal zurückdenkt, wofür man es macht. Geburtsdaten von meinen Eltern und von meiner kleinen Schwester sind drauf. Mit dem Never Give Up einfach so die Einstellung, die ich immer schon hatte. Einfach, ja, sich einfach vieles zu erarbeiten, auch mein erstes Tattoo gewesen. Und dann habe ich den Lippenstift drauf für meine Freundin, die Make-up-Artist ist. Das sind so die persönlichen Sachen hinten drauf, einfach, die ich immer gerne, ja, eigentlich fast, würde ich sagen, jedes Jahr eigentlich gleich sind. Es gibt ja auch nicht mehr, muss man sagen, so viele Torhüter, die diesen Plastikschutz vor der Maske spielen. Du hast ihn jetzt aber noch dran. Wieso? Ich möchte einfach wissen, dass meine Schlüsselbeine, das ist so für mich so eine der empfindlichsten Stellen, einfach, die ein bisschen frei liegt. Und da möchte ich einfach mir im Spiel keine Gedanken drüber machen, dass ich vielleicht mit einem Schlüsselbeinbruch wochenlang rausfallen könnte. Und deshalb ist er da dran. Und ich bin der Meinung, stören tut er nicht wirklich. Ich glaube, das ist immer eine Kopfsache. Und wenn man mental stark genug ist, dann blendet man auch so ein bisschen Klappern mal aus. Normalerweise ist ja dieses Gitter in der Mitte rund. Bei dir ist es sehr, sehr glatt gehalten. Warum? Ich habe beides gespielt. Liegt sicherlich auch ein bisschen an der Marke von der Maske. Aber ich finde, dass das Gitter mir ein bisschen mehr Stabilität gibt. Von dieser dicken Mittelbar sozusagen, anstatt die zwei Runden drin zu haben. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.